Ich habe mir fest vorgenommen, meine IKEA-Kommoden abzucyceln. Es gab mal so einen kleinen Unfall und diese eine Schublade ist blau geworden. Fragt mich nicht, die musste ich natürlich erstmal wieder weiß bekommen. Und dann ging es auch schon ans Ausmessen, denn ich werde diese ganzen Leisten selbst zusägen und dann in einem rechten Winkel draufkleben. Als ich damit fertig war, sah das Ganze dann so aus, schon mega geil. Dann habe ich erstmal alles mit weiß grundiert und dann kam schon die richtige Farbe drauf. Hier nochmal im Vergleich vorher und nachher. Ich habe mich dafür so ein Creme-Beige entschieden, sieht richtig schön aus. Und als die Schubladen dann alle fertig waren, konnten wir die raustragen und es ging an die Kommoden. Die habe ich natürlich nicht mit der Hand geschliffen, sondern mit so einer Schleifmaschine. Dann natürlich auch angestrichen, den ganzen Prozess nochmal bei der zweiten und jetzt ist sie fertig. Ich hatte leider keine Hilfe, deswegen musste ich auf so einem Malervlies rüberziehen. Das hat aber gut geklappt, jetzt die Schubladen rein und das ist das fertige Endergebnis. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet.